Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind hier in unserem Lager bei Drakons Aufstieg und da haben wir ja jetzt dieses kleine Fragezeichen und genau da werden wir jetzt hingehen. Wo ist das Fragezeichen? Das ist hier nicht gezeichnet. Wahrscheinlich ist es das hier, würde ich mal denken. Nö, gar nicht mal. Okay, dann machen wir das jetzt mal wieder weg. Diese Quest werden wir schon irgendwann kriegen. Jetzt gehen wir erstmal... Ach so, warte mal. Wo ist das? Das ist hier geradeaus. Vielleicht sollten wir das auch noch... Ah, da oben. Okay, dann nehmen wir das auch noch mit. Wenn es da noch eine Sehenswürdigkeit gibt, dann nehmen wir die natürlich mit. Ich hoffe mal, dass die da oben ist. Ich kann mich auch täuschen. Oder ist sie unten? Ja, offensichtlich ist sie unten. Tja. Wo ist denn diese Sehenswürdigkeit? Also gut, dann hüpfen wir jetzt wieder runter. Ich hoffe mal, wir tun uns nicht weh. Wo ist diese Sehenswürdigkeit? Irgendwo da unten? Sehr merkwürdig. Ich stehe direkt da. Keine Ahnung. Okay, also wir gehen jetzt zum Fragezeichen. Kümmern uns mal um diese Sehenswürdigkeit nicht. Bin ich denn jetzt richtig? Da oder da? Weil die Brücken waren ja, als wir ankamen, noch nicht da. Die haben meine fleißigen Inquisitionshelfer alle gebaut. So, genau. Wir sind goldrichtig. Dann dappen wir da mal hin. Wo ist denn da ein Schloss? Muss ich jetzt doch da runter? Wo sind überhaupt meine Mannen? Hallo, kommt ihr bitte? Müssen wir da runter? Ich will da nicht runter. Warum rennt ihr denn alle da runter? Das ist doch nicht zu glauben. Also gut, wenn die da runter rennen, gucken wir auch mal kurz, was da ist. Ah, da hat es mal lediglich Everett. Ansonsten ist da gar nichts Besonderes. Also dann doch über die Brücke. Ich liebe dieses Gebiet. Ihr hättet es sehen sollen in meiner ersten Aufnahme. Vielleicht hätte ich das reinschneiden sollen, weil ich habe mich hier nur verlaufen. Jetzt kenne ich mich ja Gott sei Dank wenigstens... Oh, da ist ein Riss. Jetzt kenne ich mich ja Gott sei Dank wenigstens ein bisschen aus. Insofern ist das nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich war in diesem Gebiet sowas von verzweifelt. Eigentlich hätte ich es euch nicht vorenthalten sollen. Aber gut, ich habe die Aufnahme natürlich gelöscht, weil ich brauchte ja Platz auf meinen Platten. Weil ich hatte da, ich weiß gar nicht, fast 7 Terabyte. Nicht Gigabyte. Terabyte. An Daten. Und das funktioniert auch nur, weil mir ein Freund ein kleines NAS geliehen hat. Eine schnuckliche kleine Geschichte. Könnt ihr mal bei Amazon gucken. Wirklich ein geiles Gerät. Okay, aber jetzt genug davon. Jetzt gehen wir erstmal zu diesem Fragezeichen. Ja, wo ist denn das Fragezeichen jetzt? Haben wir schon wieder eine Flechtrebe? So. Gut. Wenn der Riss sich jetzt schon geöffnet hat, dann werden wir halt mal mit dem Riss beginnen. So. Was seid ihr? Ihr seid höhere Schatten. Gut. Dann greifen wir euch mal an. Und hüpfen mal weg. Genau. Irgendwann müssen wir doch auch aufsteigen. Ich würde gerne mal aufsteigen. Ich will endlich... Komm her. Uff. Ja gut, ihr kämpft. Ich werde mal da unten... Genau, ihr kämpft mal. Wow, 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 wow. Komm, wir stören einfach mal den Riss. Oh! Ja, so einfach ist das nicht. Dann nehmen wir mal jetzt ein... Oh, ja, ja. Wenn es dem Esel wohl wird, geht er aufs Eis. Jetzt wird es vielleicht doch etwas herausfordernder. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal gucken, ob ich den Riss stören kann. Ohne das Team nicht stören. Ja, lenkt ihr bitte alle mal ab. Komm her, so. Risse im Nichts. Wow, wow, wow. Okay. So. Gut, dann haben wir sie erstmal. Und was kommt jetzt noch auf uns zu? Ah! Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher wirklich. Oh. Komm her. Hüpf. Hüpf. Komm schon. Ich häng da jetzt drin. Komm nicht raus. Das ist nicht schön. Dann trinken wir halt nochmal einen Trank. Jetzt bin ich raus. Gut, okay. So, dann lasse ich mal meine Herrschaften kämpfen. Und wir stören mal den Riss. In der Hoffnung, dass sie mich in Ruhe stören lassen. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwann... Ah, und schon wieder... Wow, 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 da haben wir jetzt aber ordentlich. Gut. Ordentlich. Heil.
Tränke gebraucht. Bin ich aufgestiegen? Auf nimmer Wiedersehen, mein Freund. Oh! Ist das fies! Im letzten Augenblick noch. Meine Güte, aber auch. Oh. So, jetzt schließen wir mal den Riss. Ich frage mich, warum ich mich da ganz am Anfang so angestellt habe bei dem Riss schließen. Das ist ja wirklich durch nichts zu erklären. Ja. Nee, wir sind noch nicht aufgestiegen. Ich dachte. Schade. So. Plündern. Die haben mich da so eingekeilt. Das war doof, dass es gleich so viele auf einmal waren. Okay, so. Das ist alles Arborsägen. Gut, okay. Und jetzt wollten wir aber Richtung diese Richtung, weil da ist der Durchgang. Und ich vermute mal, dass da... Genau, da ist der Durchgang. Habe ich doch vorhin richtig gesehen. So. Von diesem Ort bekomme ich Kopfschmerzen. Ja, nicht nur du, Dorian. Bing, bing, wo geht's lang? Ja, ich hör's. Da können wir erstmal was lesen, dann lesen wir mal. Oh komm, wir plündern erst. Erst plündern. Robuste Katerhaube. Ja, wir nehmen sie mal mit. Rüstungswert 28 ist nicht schlecht. So, und dann lesen wir. Im Tode. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit im Tode. Das ist der Leitspruch der Wächter. Meine Brüder und Schwestern in gemeinsamer Wacht. Ihr habt aus dem Kelch getrunken und seid graue Wächter. Obwohl ihr von uns gefangen seid, war euer Blut bei eurem Tod mit dem meinen verbunden. Was? Ich ehre euer Opfer und trage euer Andenken in die Schlacht. Ihr habt aus dem Kelch getrunken und seid graue Wächter. Obwohl ihr von uns gefangen seid, war euer Blut bei eurem Tod mit meinem verbunden. Okay, also graue Wächter hatten Gefangene, die sie zu grauen Wächter gemacht haben. Ich ehre euer Opfer und trage euer Andenken in die Schlacht. Meline von Arlaison, ich gedenke eurer. Ach so, und dann werden die hier aufgezählt. Also da ist irgendwas mit den grauen Wächtern passiert und hier wird wahrscheinlich... Nee, da. Komm her, nehmen. Valeskas Wacht. Betritt Valeskas Wacht. Haben wir jetzt den Quest gefunden, oder wie? Ist das hier da vorne, Valeskas Wacht? Ja, okay, alles klar. Ah, dann ist das Wahrzeichen wahrscheinlich da drin. Okay. Valeskas Wacht. Da könnte man nachher auch noch hinlaufen. Okay, jetzt gucken wir aber erstmal. Gehen wir da mal rein. Lauter tote graue Wächter, oder? Ist das dunkle Brut? Das sind Wächter. Das sind definitiv Wächter. Ist das eine Wächterfestung hier? Jetzt sind wir aufgestiegen. Ja, super. Das freut mich, weil jetzt werde ich das tun, worauf ich schon die ganze Zeit mich freue. Ich will ja den Handwerker machen. Und ich möchte hier diese Wurfmesser machen. Du schleuderst Messer auf alle Gegner in der Nähe. Die Klingen durchbohren ihre Rüstungen und bewirken, dass die Opfer von Rüstungstrennung betroffen sind. Das finde ich ziemlich gut. Schaden pro Treffer, wow. Regenerations, alles klar. Das nehmen wir. Da freue ich mich drauf. So, aufgestiegen. Gut, dann werden wir mal gucken, was uns da drin erwartet. Ist das nur eine Wächterfestung oder was ist denn das hier? Ah, können wir beanspruchen, aber dann gucken wir uns erstmal hier rum, ob da noch irgendwas ist. Nee. Also beanspruchen wir es. Wusch. Valeskas Wacht. Ich habe auf euren Karten Gebiete von besonderer Bedeutung markiert, darunter auch Valeskas Wacht, einen alten Außenbossposten der Grauen Wächter. Er bewacht einen Zugang zu den tiefen Wegen, der nach der dritten Verderbnis versiegelt wurde. Aufgrund der Größe des Zugangs hatten die Wächter jedoch Sorge, die dunkle Brut könnte dennoch irgendwie hindurchkommen. Deshalb empfahl die leitende Wächterin Valeska, über dem eingestürzten Tunnel eine Feste zu errichten, um ihn beständig überwachen zu können. Und genau das taten die Wächter auch über Jahrhunderte hinweg. Nach ihrem Verschwinden ist Valeskas Wacht jetzt allerdings unbesetzt. Falls die dunkle Brut den Zugang zu den tiefen Wegen wieder öffnen konnte, könnte sie also inzwischen schon in der Feste sein. Seid vorsichtig, wenn ihr dieses Gebiet betretet. Die Verderbtheit führt zu einem langsamen, qualvollen Tod und das würde ich euch gerne ersparen. Ein Schreiben Lilianas an einige Emissäre der Inquisition, die nach Imprix du Lion geschickt wurden. Okay, das ist also eine uralte Wächterfestung, die dann aus irgendeinem Grund verlassen wurde. Die Leichen haben wir da alle gesehen, weiß nicht, woran die gestorben sind, vermutlich an der dunklen Brut.
Und wahrscheinlich werden wir jetzt auch dunkle Brut begegnen. Ja, und da sehe ich sie schon. Da sehe ich schon dunkle Brut. Sollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ein Ghoul, ein Ghoul. Das war's. Okay. Dann fangen wir mal von da vorne an. Komm her. Nimm den Ghoul mit. Macht ordentlich Schaden. Oder ist auch noch irgendetwas? Was bist du? Warte mal. Na komm. Dann nehmen wir dich aufs Horn. So, und jetzt endlich mal die Messer. Komm her. Okay. Komm her. So. Ghoul, Ghoul, Ghoul. Noch mehr? Da schießt noch irgendwo einer. Da drüben ist er. Okay. Dann komm her. Kriegst du von mir einen explosiven Schuss? Und da ist noch irgendwo einer. Oh. Zwar ich geblockt. Und vergiften. Yes. Wie weit komme ich denn mit diesen Wurfmessern? Komm mal her. Okay. Ah, da ist noch einer. Dann hüpfe ich mal hoch. Cassandra, was ist los mit dir? Du nimmst doch sonst nie Schaden. Oh, oh, da sind aber viele. Au, au, au. Ja, I love it. So. Ich sehe schon wieder nichts. Oh, oh. Ah. Okay, du kriegst Bienen. Du kriegst von mir Bienen. Und von Blackwall kriegst du ein Pechsprengfeuer. Ich werde mich erstmal hier beschäftigen mit den Herrschaften. Quatsch, ich wollte doch Bienen schmeißen. Okay, wo ist denn der Dicke jetzt? Meine Güte, hey. Komm her. Bienenschwarm. So. Und immer schön weitermachen. Das ist ein Hunuk Alpha wieder, ja. Ich sehe es genau. Die sind ziemlich brutal, oh. Komm mal her. Wir hauen mal. So, los geht's. Wo ist er denn, der Hurlock Alpha? Komm, du kriegst noch ein paar Bienen von mir. Ja, komm. Kann ich schaden? Los geht's. So. Dann hier mal hinterher. Am besten hüpfe ich mal nach da oben. Komm her, los. Wo ist er denn? Da drüben ist er. Jetzt kriegt er von mir noch einen perfekten Schuss. Er ist ein bisschen desorientiert. Das machen die Bienen. Jetzt schläft er. Ich sag, komm, komm Alpha. Wir kriegen dich, das verspreche ich dir. Keine Chance gegen unsere Truppe. Herrschaften, würdet ihr vielleicht auch den Hurlock Alpha angreifen? So, dann haben wir ihn auch gleich. Wusch! So, und da tut wieder. Ist wieder irgendein Geheimnis. Was will Corypheus erreichen? Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst das doch wissen. Ja, Dorian, sag mal. Weil aus Tevinter kommt? Mhm. Nun, ihr könnt euch besser als jeder andere hier in die Denkweise Tevinters hineinversetzen. Das stimmt. Liebste Cassandra, Corypheus kommt aus einem Tevinter, das seit 1000 Jahren tot und begraben ist. Auch wieder wahr. Egal welche nostalgische Vision er uns auftischt, sie hat kaum mit meinem Tevinter zu tun. Oder dem seiner Gefolgsleute, um ehrlich zu sein. Tja. Mich würde schon auch interessieren, was Corypheus bewegt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier gefunden haben. Kelch des Beitritts. Ja, wunderbar. Was für ein Fund. Das ist für Blackwall. Mit dem müssen wir dann auch reden. Oder drüben ist eine Kiste. Wenn wir mal wieder zurück in der Feste sind. So, plündern. Oh, Tagebücher der von grauen Wächtern. Hm, die ältere Frau, diejenige, die mich aus der Zelle geholt hatte, sagte, sie würde mich in einen Tunnel schicken, damit ich dort ein Geschöpf der dunklen Brut töte. Das ist doch Irrsinn. Ich habe mich von ihnen verpflichten lassen, damit ich nicht aufgehängt werde. Auf keinen Fall werde ich mich auf die Suche nach dunkler Brut machen. Diese Kreaturen übertragen Krankheiten. Ich habe genug von all dem. Ich bin frei und ich werde nicht wieder zurückgehen. Sollen sich die Wächter doch jemand anderen suchen, der ihre Arbeit für sie macht. Sobald es Nacht wird, verschwinde ich von hier. Aus einem zerfledderten Tagebuch. Ja, also da ist ordentlich was schiefgegangen, glaube ich. Polierter Schild. Alles nehmen. So, sonst noch irgendwas hier? Was haben denn unsere Feinde gedroppt? Ich glaube nichts, ne? Geizkriegen. Echte Geiz. Ah doch, wenigstens ein bisschen. Gib her. Königsweidengewebe und eine geprägte Streitaxt. Ich hätte gerne die Axt von diesem
Was antwortet? Plündern. Hier, Kiste. Her damit. Robuste Schlachten. Ah, Stufe 3. Siehst du? Das ist schön. Hier gibt es die Stufen 3 Pläne. Jetzt finden wir vielleicht auch irgendwann mal einen Stufen 3 Plan für einen Bogen. Das fände ich auch schön. Wobei ich diesen Dornenbogen schon gar nicht schlecht finde. Also, der macht schon ordentlich Schmackes, finde ich. So. Was bist denn du eigentlich? Geiststatue oder was bist du? Keine Ahnung. Irgendein Wächterwahrzeichen? Ich weiß es nicht. So, dann werden wir hier mal plündern. Ah, stabiler Langbogen. Haha, Planstufe 3. Ist das geil? Ist das geil? Gerade spreche ich noch davon. Ich halte es nicht aus. Stufe 3 Bogen. Yeah. Ich bin begeistert. Leuchtendes Gurgutvitar. Ja, dann werden wir wohl, wenn wir wieder in der Feste sind, einen neuen Bogen machen. Und jetzt gucken wir mal, was wir da an... Entschuldigt, war wieder mal ein Huster. Jetzt schauen wir mal, was wir da an einer an leichte Rüstung bekommen haben. Ob das was ist für Dorian? Stufe 17, die kannst du noch nicht anziehen. Stufe 17, Stufe 17. Jetzt haben wir die schon zweimal. Wie lange? Aber du wirst bald aufsteigen, dann kann man dir das anziehen. Das ist gut. Okay. Waffen, haben wir denn einen besseren Stab? Nee, haben wir nicht. Gut, das tun wir gleich mal weg hier in den Müll. Okay. Neuer Stab wäre für dich auch nicht schlecht. So. So, und wo ist jetzt? Nee, hier geht's nicht weiter, ne? Nee, hier geht's nicht weiter, genau. Okay, dann müssen wir die andere Tür nehmen. Irgendwo ist ja der Zugang zu den tiefen Wegen. Und da sind auch Feinde. Ich sehe es schon rot leuchten. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Da, seht ihr es? Genau. Okay, so, hier hat's nichts. Werden wir mal vergiften. Wahrscheinlich wird uns wieder so ein... Naja, da steht so ein Wüterich, genau. Komm mal her. So. Zwei Wüteriche? Ne, nur du. Okay. Jeppa! So, komm. Komm. Mal aufpassen hier. Lass mal die Kämpfer sich mit dem Alpha beschäftigen. Ich hau dem mal ein paar Komm mal her. Komm näher auf. So, vergiften. Schön vergiften. So, und jetzt pass auf. Du Bienen, auf den da. Du Pechsprengfeuer auf Holog Alpha. Oh, und ich einfach weiterschießen. Jeppa, so. Die Bienen sind wirklich ein Geschenk Gottes, finde ich. Alleine deshalb lohnt sich Sarah in der Truppe zu haben. Weil wenn man sie nicht mitgenommen hätte, hätten wir auch dieses Feuer nicht. Dieses Sprengfeuer. Das würde alles unter Sprengfeuer verwaltet hier diese Sachen. Tack. Oh, ich liebe diese Wurfmesser. Die gefallen mir gut. So, nicht, dass ich irgendwas sehen würde. Aber ist egal, wir hauen einfach rein. Oh. Wen haben wir denn da? Das ist ein Ghoul. Okay, komm her, Ghoul. Uff, Ghoul tot. Noch nicht tot. Ich muss aufpassen hier, ich guck wieder nicht richtig. Komm, los geht's. Ich sehe ja auch gar nichts, das ist doch doof. Das ist dieser Zauber, der von Dorian gemacht wird. Das sind diese grünen Barrieren. Oh. So, haben wir den bald? Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle. Irgendwo ist es noch rot. Ja, sag mal, die nehmen ja gar kein Ende hier. Komm, auf geht's. So. Haben wir dich? Juppie. Und ich finde, der Nachteil an diesen Barrieren ist, dass man echt nicht sieht. Und da drüben sind noch welche. Komm mal her. Sehr gut, okay. Gut. Na, komm. Dann mal jetzt einen perfekten Schuss.
Die können ja auch kaum rüberkommen, wenn ich das richtig sehe. Wo kommen denn die alle her? Ich glaube, ich spinne. Die klettern da hoch. Ah, okay. Da ist also die... Wow, da geht's runter. Die hüpfen da einfach rüber. Oh, oh, oh. Muss ich aufpassen, dass ich nicht runterstürze. Da drüben ist noch einer irgendwo. Da kommt er angeflogen. Komm mal her. Wow, da muss man echt aufpassen hier. Komm her. Sind das jetzt alle? Ich glaube ja. Okay. Das sind alle. Dann komm mal her. Dorian, lad bitte mal auf. Und verschließ mal diesen Gang hier. Wunderbar. Hab herzlichen Dank. So, dann gehen wir erstmal plündern. Ja, ich habe einen Stufe 3 Bogenplan. Juhu. Na, also diese grüne Barriere, so sinnig die ist, die hat schon ihre Nachteile. Weil, oh, Ghoul grinnt. Pfui Teibel. Pfui Teufel, ey. Ghoulgrind, Winteratem, Schild, oh wunderbar. Das geben wir Cassandra. Das ist, glaube ich, unter Waffen, genau. Cassandra, komm. Winteratem, ja. Sehr schön. Gut. Ab zu den Wertgegenständen. So, genau, dann hier beanspruchen. Dann gab es da was zu lesen. Das lesen wir natürlich auch. Der Zugang zu den tiefen Wegen. Die Siegel halten. Und jetzt, da in Ferelden angeblich die fünfte Verderbnis beginnt, wird der Großteil der dunklen Brut vermutlich auf dem Weg nach Osten sein. Trotzdem höre ich immer wieder dieses Kratzen. Ob sie vielleicht versuchen, sich einen Weg hindurchzugraben? Vielleicht spüren sie uns ja. Ich empfehle, die Barrikaden zu verstärken. Bis dahin müssen wir einfach nur wachsam bleiben. Dann wird schon alles gut gehen. Aus den Aufzeichnungen des Grauen Wächters Caton, 39, des Zeitalters der Drachen. Okay, offensichtlich haben die das nicht geschafft. Das heißt, die dunkle Brut ist da wohl hochgekommen und hat hier alle umgebracht. Und das während die fünfte Verderbnis, die Martha geschlagen hat, wütete. Rittermeuchler, oh, ey. Was für ein Dolch, genau. Aber jetzt haben wir Kohl nicht dabei, ist egal. Königsweidengewebe. So, dann können wir hier lesen. Spannung. Tagebücher von grauen Wächtern. Sie sind durchgebrochen. Das letzte Mal, dass wir hier Schwierigkeiten hatten, war während der Verderbnis. In den Unterlagen steht, dass es eine Meldung über irgendein Kratzen gab. Sie sind dem nachgegangen, konnten aber keine Bedrohung finden. Wir sind selbstgefällig geworden, seit der Erzdämon tot ist. Dann sind die erst ausgerottet worden, nachdem Martha den Erzdämon erschlagen hat. Wow. Um sie aufzuhalten, müssen wir womöglich die gesamte Bastion zerstören. Es sind nicht mehr genug von uns übrig, um den Außenposten besetzt zu halten. Wenn es einen Angriff gibt, werden wir ihm vielleicht nicht standhalten können. Dann könnten sie nach draußen gelangen und die Stadt angreifen. Wir warten auf Nachricht vom Kommandanten der Wächter. Bis wir etwas hören, werde ich alles tun, was ich kann. Aus einem Tagebuch, das in Valeskas Wacht gefunden wurde. Jetzt also kennen wir die Geschichte von Valeskas Wacht. Oh genau, wo geht's lang, diese Richtung? Aber nicht, dass ich hier jetzt irgendwo runterfall, gell? Ah, Rüstung eines grauen Wächters. Ein Jammer, was mit diesem Außenposten geschehen ist. Stimmt. So, jetzt haben wir das ganze Zeug für den Blackwall zusammen. Das heißt, wenn wir... Ja, das war jetzt reichlich doof. Völlig unnötig. Also ehrlich, dann schmeißen wir halt mal Nebel. Also echt... Die ganze Zeit sage ich noch, fallen nicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Löcher falle und dann stürze ich rein. Jetzt gucken wir aber trotzdem, ob da drüben noch irgendwas zu finden ist. Ja, noch eine Kiste, okay. Also echt, Jolina Hawk. Plündern. Speerschild der grauen Wächter. Ja, gut. Komm, wir nehmen es mit, wir werden es dann verkaufen. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Kann ich denn da runter? Nee, besser nicht. Besser nicht. So, okay. Wir haben das Geheimnis um Valeskas Wacht gelöst. Und ich denke, jetzt gehen wir wieder weiter. Da war ja in der Nähe noch rotes Lyrium zum Zerschlagen. Das werden wir dann auch tun. Die waren jetzt nicht ganz ohne diese Kämpfe, fand ich. Oh, da haben wir noch was übersehen. Ah, eine Kiste. Hey, wunderbar. So, nimm mit. Noch irgendeinen guten Plan, bitte?
Ausbalancierter Flügellangbogen. Naja, gut, okay. Der ist nicht so gut wie das, was wir haben. Und auch sicherlich nicht so gut wie das, was wir jetzt selber machen können. Ah, nochmal was übersehen. Plündern. Gold. Naja, besser als nix. Wobei man ja wirklich nicht viel kaufen muss in diesem Spiel. Und ich habe schon wieder Kohle ohne Ende. Aber egal. So, jetzt. Da geht's raus. Von rechts sind wir gekommen. Und links war, glaube ich, rotes Lyrium, oder? Bin ich falsch? Ne, da ist rotes Lyrium. Genau, also dann markieren wir... Oh, da hat es auch einen... Da hat es auch einen Riss. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir die beiden Sachen heute noch machen. Den Riss und das rote Lyrium. Und dann für heute Schluss machen. So bin ich denn richtig? Diese Richtung geht's. Genau, da ist der Riss. Dann vergift man schon mal die Waffen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mich nicht wieder so blöde anstelle wie gerade. Diese Schrecken, die finde ich schrecklich. Oh, komm. Und... Da kommt, siehst du, genau deswegen finde ich die so schrecklich. Ah, das sind so viele. Meine Fresse aber auch. So, der hat uns alle umgelegt. So, okay, dann hüpf. Mach immer die. Ah! Das gibt's doch überhaupt nicht. So, okay. Kriegsschrei. Mann, 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 Mann. Ich glaube, wir müssen mal Nebel werfen. Habe ich so den Eindruck. Hey, hey, hey. Jetzt erstmal raus hier aus dem unmittelbaren Gebiet. Wow, wow, wow. Der legt aber ordentlich zu hier. Komm, dann nehmen wir jetzt einen Heiltrank. Komm her. Und? Ah! Nicht zu glauben. Weg da. So, und vergiften. Komm her. Können wir denn den Riss stören? Dann stören wir ihn. Komm her. Und haltet mir bitte diese Schatten vom Leib. Oder irgendwelche Ausbrüche von... Ja, genau so. Dann machen wir hier mal weiter. Und was kommt jetzt auf uns zu? Noch mehr Schatten? Ne, Schrecken. Oh nein, schau mal. Schau mal. Oh, böse. Böse, böse, böse. Wenn ich das richtig sehe, haben wir hier... So, du bist schon in Panik. Das ist schön. Du kriegst noch ein bisschen mehr Panik. Dämonen des Hochmuts. Bin ich zu weit weg? Das kann natürlich sein. Ah, shit, jetzt rennt der da weg. Ach! Dass ich immer nicht aufpasse. Komm mal her. So, und jetzt gibt's ein paar... Komm her, los. So, höhere Schrecken. Nehmen wir noch einen Trank. Danke fürs Helfen, Cassandra. Meine Fresse aber auch. So, jetzt schmeißen wir hier mal einen Heilnebel. Kommt. So, komm her. Heilnebel geworfen. Nee, Heilnebel nicht geworfen. So. Wer hat denn jetzt noch... Pass mal auf. Du machst nicht Herausforderung, sondern du schmeißt Pechsprengfeuer. Du schmeißt Pechsprengfeuer. Du machst die Barriere. Du hast sie schon gemacht. Okay. Und du schmeißt jetzt noch ein paar Bienen. Und... Ich gebe dem ein paar mit den... Ja, ich finde schon diesen Ton so genial. Oh, Cassandra ist tot. Was ist denn mit Cassandra passiert? Die ist doch normalerweise echt... Ah, eine von denen, die es wirklich drauf hat. Komm her, komm her. So. Und es gibt noch ein bisschen Pechsprengfeuer. Gut. Und ich werde mal hier eine Runde mit dem... Puff, genau. Ja, jetzt wird es dann doch ein bisschen anstrengender hier. Aber wir können ja auch mal diesen hier machen. Komm, wir geben dir mal des Risses. Damit können wir dich auch ein bisschen ärgern, ne? Guck mal, wie es ins Leben rauszieht. Auch schön. So. Ja, da ist in Panik. Ich könnte auch einfach den Riss stören. Vielleicht auch eine Idee, ne? Komm, dann stören wir mal. Lassen die anderen kämpfen. Ist halt weit genug weg, der Gute. So, alles klar. Nun ist er betäubt. Komm her. Ja, komm schon. Ach, verflixt aber auch. Ich
weiß nicht, was mit Cassandra, meiner Kampfsau, los ist. Weil eigentlich ist die ja bislang eigentlich diejenige gewesen, die den wenigsten Schaden nahm. So, okay. Dann schmeiß mal bitte einen heilen Nebel, Cassandra. Jappa. So. Und ich plündere eine Runde und dann gucken wir jetzt noch, wo das rote Lyrium ist. Da ist schon wieder diese reine Frostessenz. Da ist schon wieder diese Statue, dieses Vogelartige. Da ist auch Silberit, wenn ich es richtig sehe. Nehmen wir natürlich mit. Da oben ist nochmal Silberit. Davon kann man nie genug haben. So. Haben wir denn keine Blitzessenz bekommen von unseren Feinden? Komm her, los. So, komm auf. Plündern. Komm, Blitzessenz. Ja, Dämonenschuppen, auch nicht schlecht. Müssen das Zeug mal wieder irgendwann abgeben. Also es wird auch Zeit, echt, dass wir mal wieder in die Feste zurückkommen. Silberit. So, jetzt ist die Frage, das haben wir gesagt, machen wir heute noch. Wo ist... Ist es da oben? Wo ist denn jetzt das Lyrium-Vorkommen? Da unten durch? Ja, das sieht so aus. Genau. Okay, ja, dann haben wir das schon. Dann komm mal her, Cassandra. Geh mal zu Erin. Und zerschlag hier das Vorkommen. Da freut sich mein Varric wieder. Yes, Varric stimmt tendenziell zu. Nur noch tendenziell? Na, okay, egal. So, und da sind wir hergekommen. Wo geht's jetzt da lang? Diese Berge sind der ideale Ort für einen Hinterhalt. Ja. Schau mal an. Hinterhalt? Was antwortet da? Hm. Wir klettern da mal kurz hoch. Hinaufklettern. Ob wir da irgendwas finden oder ist das bloß ein Ort mit Aussicht? Hm. Das ist der Arborsegen, der da antwortet. Aber da oben ist auch irgendwo eine Ruine. Da würde ich jetzt schon noch gerne hin. Wie komme ich denn da hin? Das ist immer so die große Preisfrage. Darum? Aha. Ja, aber nichts zu finden. Überall Tote. Oh Mann, das ist wirklich unangenehm, das Gebiet hier. Die tun einem echt leid. Da geht's lang, siehste. Hey. Jetzt gucken wir uns noch den Turm an. Entdeckt. Drakons Turm. Schön. Können wir da rein? Sieht mir nicht so aus, aber da ist wieder eins von unseren Elfenrelikten. Wunderbar. Schön. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Ich habe schon eine Weile keins mehr gesehen. Und da können wir aber nicht rein, oder? Zupfen wir nochmal da rum. Ach, Menne. Och, Menne. Drakons Aufstieg. Gibt es da keine Tür rein? Nein. Aber eine Kiste steht da. Na, die nehmen wir natürlich mit. Und ich denke, das verzierte Streitaxt. Wir nehmen es mit. Ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.